thing you wanna know. You can go anywhere and everywhere you wanna go. You can know anything and everything you wanna know. Ich grüße euch mal wieder. Heute ist Dienstag, 15. August. Jetzt ist es bald soweit. Der Ötztaler klopft an. Ja, passend dazu gab es jetzt nochmal die Northwave Extreme RR Pro. Die hatten die ja schon hier als neonfarbene Raketen an den Füßen quasi bekommen. Das ist schon krass, was hier Northwave rauslässt. Und natürlich auch Time. Unten die Cleats. Damit wird es jetzt gleich mal rausgehen. Heute ist nur regeneratives Training angesagt. Dreiviertel Stunde. Mal gucken, vielleicht einen Kaffee unterwegs hier noch trinken. Jetzt auch die letzten Tage relativ schnell vorbei. Ja, ich genieße es eigentlich mehr oder weniger. Das Training ist jetzt ungefähr, ja, man kann sagen, fast durch. So ist ein bisschen Wochenende noch mal schön kurbeln. Und dann kommt schon die Wettkampfwoche nächste Woche. Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock einfach drauf. Ich glaube, ich habe das schon mehrmals gesagt, auch in den Wochen und Monaten jetzt davor. Daniel, unser Roadbike-Korrespondent und auch Team-Crew-Chef quasi, hat uns auch nochmal gefragt, worauf wir uns am meisten freuen und wovor wir auch Respekt haben. Und ich muss sagen, also ich freue mich einfach auf das ganze Event. Ich freue mich auf die Anreise, auf das Pro-Rennen am Freitag, wo die Profis ja fahren. Ich freue mich auf die Messe, auf das Ganze, auf diese geile Atmosphäre da, diese positiv gestimmte Atmosphäre, so auf so Messen und Wettkampf-Areas, so Startunterlagen abholen. Klar, die ganze Crew treffen wieder von Alpecin. Ist ja letztendlich auch unser Saison-Highlight, nicht? Also darauf habe ich mich halt jetzt die ganzen letzten 4-5 Monate vorbereitet. Und ich hatte es ja auch in der Bewerbung gesagt, so, wenn ich das mache, dann mache ich das verdammt nochmal richtig. Also, dann gibt es auch nur das. Und ja, das habe ich gemacht. Und es gab natürlich auch ein paar kleine Rückschläge. Natürlich dann besonders im Fokus noch am Mai da, die blöde Muskelverletzung und Beuger, so, die mich ganz schön genervt hat. Aber gut, ist halt so. Auch ein Frodeno hat mal eine krasse Verletzung und muss dann irgendwie gucken, dass er die Wettkampfsaison noch hinbekommt, nicht? Also immer mal die Perspektive dann auch verändern. Ist nicht alles so schlimm, wie es dann manchmal zu sein scheint. Ich freue mich auf den 6 Uhr Start. Ich freue mich darauf, da die 4 Pässe erklimmen zu dürfen, weil ich kann an den Start gehen. Ich bin, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann natürlich nicht krank, ich bin nicht verletzt. Ich bin mehr oder weniger topfit, gehe ich an die Startlinie. Natürlich auch begünstigt durch das Radtraining von Florian, von Radlabor, die uns sehr professionell begleitet haben und täglich da quasi einen Trainingsplan rausgehauen haben. Und dann freue ich mich einfach darauf, da mit tausenden anderen Verrückten da quasi zu starten und einfach die Scheiße zu rocken. Und Angst zum Beispiel, die Frage nach der Angst, so, die stellt sich mir gar nicht so. Oder wenn man mal überlegt, dass wir fast irgendwie 100 Kilometer bergauf fahren, so. Klar, das ist natürlich krass und davor habe ich auch Respekt, so, aber irgendwie habe ich auch richtig Bock drauf. So. Und wovor ich ehrlich gesagt wirklich am meisten, ja fast schon so ein bisschen Schiss habe, ist wirklich höchstens die Wetterlage. 2013 soll da wohl so ein Horrorjahr gewesen sein, hat mir Ludo auch nochmal erzählt. So von wegen, da fast Minusgrade oben und Regen und es gibt auch ein Video auf YouTube, Ötzi 1 heißt es glaube ich, wo sich jemand dann zum Beispiel auch eine Badekappe aufgezogen hat, so als Kopfschutz quasi für die Abfahrt. So. Also Kälte könnte höchstens der einzigste K.O.-Faktor bei mir sein, weiß ich nicht genau. Aber ansonsten, das jetzt mal ausgeklammert, weil das kann man nicht beeinflussen, die Wetterlage. Habe ich da richtig Bock drauf. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, oder? You can go.